Mit dem norwegischen Maler und Grafiker Edvard Munch kommen hier gewissermaßen die Farbe und auch die großen Emotionen ins Spiel. Munch erlebte seinen künstlerischen Durchbruch ja Anfang der 1890er Jahre in Berlin. Und dort beginnt er auch mit der Druckgrafik. Es entstehen erste Radierungen und Lithografien. Dann geht Munch Mitte der 1890er Jahre noch einmal nach Paris. Und dort fertigt er nun auch die ersten Holzschnitte und auch Farbholzschnitte, die ihrerseits sicherlich auch inspiriert sind durch die damals unheimlich populären japanischen Farbholzschnitte. Ich stehe hier neben einem Druck mit dem Titel Moonshine 1. Das ist eines seiner ersten Drucke, die er in dieser Technik gefertigt hat, also als Farbholzschnitt. Ein großer quadratischer Farbholzschnitt, der bildbeherrschend den Oberkörper einer Frau zeigt, deren Gesicht, wie der Titel vermuten lässt, bleich im Mondschein schimmert. Und hinter ihr ist noch ein Schatten zu erkennen. Das ist wohl die Silhouette eines Mannes. Womöglich ist es der Künstler selbst. Munch arbeitet hier mit mehreren Farben. Da ist zunächst ein heller Ockerton, mit dem er den Bildgrund auskleidet, der dann in weiten Teilen von einem darüberliegenden Schwarz bedeckt und dominiert wird. Darüber hinaus gibt es drei weitere Farbapplikationen. Zunächst hier ein helles Grün, das den Fensterrahmen markiert. Auf der anderen Seite ein dunklerer Grünton, der über die gedruckten Zweige und Blüten gelegt wird und dann ganz wichtig für die Geschichte, die dieses Blatt erzählt, die Konturen der Frau, die mit einem hellen Grau modelliert werden, als würden sie im Mondschein schimmern. Ja, und wie so häufig in seiner Kunst bearbeitet Munch hier ein Thema, das mit seinem eigenen Leben und Leiden aufs Engste verknüpft ist. Er porträtiert Millie Taulo, seine erste große Liebe und heimliche Affäre, die mit seinem Cousin verheiratet war. Und diese Liebe dauerte dann auch nicht sehr lange. Er hat das Thema noch in einem zweiten Holzschnitt, Moonshine 2, bearbeitet. Und beide diese Drucke beziehen sich auf beziehungsweise stellen Weiterentwicklungen von zwei Gemälden dar, die etwas früher entstanden sind. Und denen gegenüber zoomt Munch in den Drucken aber viel näher an das Geschehen heran. Er rückt der Dame ganz nahe, die hier steht, wohl vor der kleinen Fischerhütte in Oskarstrand, wo sich die beiden getroffen haben. Und ja, kommt ihr in den Drucken gewissermaßen aufs Äußerste nahe. Der Holzschnitt ist die älteste Drucktechnik und die in ihrem Erscheinungsbild einfachste. Gerade deshalb wird sie für Künstler wie Munch, aber auch die nachfolgende Generation der Expressionisten aber sehr interessant, die vielfach sich sehnen nach Einfachheit, Authentizität und die die einfache, sehr starke Bildsprache gut nutzen können, um dies zum Ausdruck zu bringen.